Thomas, bist du dein Mörder? Oh. Ich bin jetzt gerade ganz schlecht hier jetzt. Netz. Oh, ja. Ganz schlecht. Netz. Hast du das jemals gemacht am Telefon? Ich finde das schön, dass es überall in allen möglichen Serien spielt. Wenn ich das jetzt zugebe, dann... Bei wem denn? Ja, das wird so oft gemacht, ich mir jedes Mal, wer soll das denn glauben? Keine Ahnung. Wenn ich jemanden nicht mehr verstehe, dann verstehe ich ihn nicht mehr. Und es kommt nicht wieder nach und nach, weil das Handy viel zu lange braucht, um Netz zu suchen. Mhm. Ach, egal, ne? Weiterspielen. Bade. Jetzt müssten wir eigentlich wieder ins Menü kommen, genau. Die waren sehr kurz. Naja, damals war es lang. Ja, ne? Das zeigt eigentlich, wie fies dieses Minispiel sein muss, wenn das komplette Kapitel war. Mhm. Gut, dass wir diesmal extra für euch abgekürzt haben. Ja. Dank dem Mojito. Ja, der Mojito war es. Haben wir am Anfang noch gesagt, ich trinke gerade Tres Mojito und dann war Feierabend. Dann hast du da auch noch so diese Minibiere mitgebracht. Ja. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. I have to admit, I do like spending a bit of time investigating alone. I'm getting a bit sick of being told that I'm either too slow or too fast. You agree with me, right, Zach? Wenn du mich so fragst. Jo. Schinken. Schinken? Schinken. Wie denke ich gerade? Ein Schinkenpunkt, ein Speicherpunkt, würde ich sagen, da hinten. War doch richtig, ne? Mhm. Ui. Da an dem Automaten. Speicherpunkt, Automaten, nee, Mensch, Jung, da. Warum sich den Speicher? Warum nicht? Wir haben gerade das Kapitel geladen. Ich kann nicht mehr speichern. Okay. Also wahrscheinlich kann ich nur neue Sachen speichern. Oh, hallo. Casey, Kenners, da nicht mitgehen. Nee. Der hat ein Bild von einem Hund auf der Hose. Was? Casey hat sich gerade erleichtert. Hast du gesehen, seine Hand war nass? You saw someone. You really did. Isaac? Isaiah? What exactly did you see? Someone in the forest. Standing under Anna's tree. Not a goddess. A little different. A ghost? Yeah, maybe it was a ghost. Ghost? What makes you think that? We found this on the ground there. Would a ghost drop this? Nee, wahrscheinlich eher ein sehr schlechter Fotograf. Mhm. Das ist ein Bild von Anna und Emily? Let me see. It's blurry and out of focus. I can make out two people, but not their faces. So that's why they think it was a ghost. But then who was under Anna's tree? A ghost? Yeah, maybe it was a ghost. I'm sorry to tell you that she wasn't a ghost. You met her? Who was it? Do you want to know? I want to know. I want to know too. It was Carol in the forest. I think she wanted to meet the goddess too. Oh, so it was Carol. Oh, Carol and Anna were friends. Does that clear everything up for you? Yeah, that clears it up. Thank you. I'm scared of ghosts, but not of Carol. Thank you. Good. We'll give you this. We can give you this. Children's eyes are always so honest. It makes me wonder about the stuff we lose as we become adults, Zach. Okay. Ja, habe ich gerade mal spontan eine Nebenquest erledigt, während... Cooler Soundeffekt. Jason. Kleine Kinder entführt. Okay. Oh, der Hund ist ja bei. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Ja, ins Auto. Achso, ich muss hinfahren. Stimmt. Willst du mich verarschen? Ich verstehe es. Ich habe gerade gedacht, wir wären schon bei Harry. Harry Weinfurt. Aber gut, dass ich gerade noch neben Quest die starb. Ja, richtig. Und meine Verwirrung ist dein Höhe. Außerdem haben wir eine tolle Belohnung bekommen. $28 und eine Hundekarte. Wie kann ich die Kamera rein? Ja! Juhu! Und warum hat Cason die beiden Jungs? Ich habe auch keine Ahnung, warum Cason auf die Jungs aufpasst. Oh, Kinders, ich bin der Typ, der eine rote Pflanze mit sich rumdreht, während ein Mörder hier rumläuft, der rote Samen verteilt. Mhm. Bei mir ist er absolut sicher.
Ja, was ist eigentlich mit Cason als Verdächtiger? Ist der jetzt schon wieder komplett weg, oder wie? Weil jetzt verstanden sich alle auf Thomas, aber Cason ist ja auch noch da. Geradeaus, oder? We went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. Inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg pop. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Es ist CBGBs, da fragt dich keiner nach dem Ausweis. High school, Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. Let's hope they're still rocking on, Murray. Interessante Aussage. Aber ich würde mal gerne zu CBGBs fahren. Ich würde gerne, dass der Dollar aufhört zu vibrieren. auf dem Gras vibriert er, glaube ich, nicht, oder? Okay. Oh, oh nein! Was? Ach, das sind Steine, ich dachte, das ist ein Mann! Ich kann nicht mehr sitzen, ohne falsch zu reden. Ich dachte, es wären Heuballen. Heuballen? Das wären Felsen! Hä? Was? You are falsch hier. War da hinten ist doch something. Weißt du, was ich glaube? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Stelle hier rausgeschnitten habe oder ob das noch im LP drin war. Aber wir waren schon mal hier. Entweder in der letzten Aufnahme hier, oder... Also, entweder in der Aufnahme, die ich gelöscht habe, oder davor. Und das sehen die Leute jetzt gerade doppelt. Das Schöne ist halt, wir sind die Einzigen, die nicht wissen, was das war. Dem Rest sollte es klar sein. Und links ist übrigens eine Straße. Ich fahre mal kurz auf die Schienen. Oh, cool. Es vibriert wieder. Ja. Da rein, ne? Nee. Meinst du, das ist wirklich eine Straße? Sieht nach einer Hauptstraße aus. Main Street. Ja, zumindest wieder näher. Ja. Die Richtung. Oh. Oh ja, erzähl mal ein paar schlüpfrige Details. Better on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? And Zach, she seemed interested in you. Did you make a move on her? No, don't answer. I'm just asking. But if you like her, I won't stand in your way. But I'd like to hear the truth. Because this kind of stuff could affect our friendship, you know. Me? I'm just interested in her, that's all. Didn't love or anything. From what I can tell, she doesn't even seem to like me. It's pretty clear from how she acts when she's around me. As you know, Zach, I'm cautious with women. Because I was badly burned in my last relationship. I really have no idea what women are thinking. That's my problem. You're pretty friendly with the ladies, aren't you, Zach? Maybe you should teach me about how to interact with women. Unser Auto ist gleich im Arsch. Naja. Was, naja? Wir waren bei ca. 70%, als wir hier reingefahren sind. Aber jetzt sind wir auch fast draußen. Hallo, ah. Straße! Gott, meine Hände fühlen sich taub an. Ich bin mir sicher, wir haben keine Sekunde gespart. Das fühlt sich echt gerade seltsam an. Ich weiß, ich kenne das Gefühl. Vom Arbeiten, also... Ohne den Zusatz wäre das vollkommen okay gewesen. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Großes Bovi-Messer. Das Schöne ist, jetzt kommt, glaube ich, eine ziemlich dramatische Szene, weswegen man deinen Spruch von eben vergessen kann.
Ja, wir brauchen die noch ein bisschen, bis sie kommt. Wir brauchen... Oh, ne. Diesmal kein Rätsel. Looks like the next game is hide and seek. These girls, Zack. Do you see the resemblance? Anna, Becky, she looks like Diane, and Carol. Zack, look. Emily. Also man sieht 6 Frauen auf dem Bild. Aber es müssen doch nur 4 getötet werden, damit du unsterblich bist. Würde ich auch gerade sagen. Und laut dem Text muss man 4 Menschen töten, ne? Mhm. 4 Frauen. Also ist richtig, ja. Unspezifisch. Könnte natürlich sein, dass der Täter einen Hass auf Frauen hat und deswegen einfach nur sagt, nö, ich nehme nur die. Oder er mag kein Rindfleisch. Offensichtlich, man hat es hier stehen lassen. Dabei ist es ein sehr hochwertiges Rindfleisch. Mhm. Rechts, oder? Rechts, also ganz rechts, im Raum. Da, Türen. Ah, die Zonentüren. Ah ja, genau. Ich würde ja nach links gehen. Durch die offene. Offene Tür? Eine Tür? Ist das eine Tür? War bei den Flecken eigentlich zu erwarten, dass da irgendwann jemand drauf kommt. Ja. Ach, Mann. Hast du gerade eine nicht existente Tür zerschossen? Ja. Wo kam der gerade her? Dancing. 3. Nun gut. Ganze 3 schreckliche Wesen. Nachladen. Nachladen! Hä? War Judith, da ist rot, das heißt, wir gehen hier lang. Richtig. Hi. Nee. Hallo, Geld. 173.000 Mark. Nein. Lagern wir dieses Truthahn-Substitut. Das sieht aber auch aus, als wird das eine Weile halten. Also, lagern. Es sieht aus, als wäre es jetzt schon schlecht, von daher. Also schlechter kann es nicht werden. Das Glas ist immer halb voll. Mit einem Truthahn-Substitut. Hier geht's aber verdächtig weit dafür, dass der andere Weg der richtige war. Ja klar, Köder, Messerwurm und gleich daneben rasieren. Was? Du hast eine Chance im Nahkampf? Was? Was ist das denn? Oh, Anzug wechseln. Ja, Gott sei Dank. Und der Moment ist gekommen. Wer weint hier? Warte mal, irgendeiner davon hatte doch einen Bonus. Erhöht ihren Sexappeal. Das ist ein Bonus. Hier, der hier. Erhöht deine Lebensleistung. Ja, okay. Bist du dreckig? Nö. Nee. Welche Firma reinigt bitte Anzüge für 2 Dollar? Das ist eine gute Frage. Meine Antwort ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast Betrieb vor der Tür. Eine schmachtende. Schmacht die? Wo bist du denn? Ich glaube, du läufst die falsche Richtung. Nein. Das ist... Oh! Mitternacht! Hallöchen. Ruckelnacht! Können Sie mir sagen, wo der Obermotz ist? Hat sich deine Energieleiste verlängert? Nö, ne? Doch. Echt? Die war ja fast voll.
Ja, so lang wie unser Herzschlag. Ach so, weil ich habe nur auf die Anzeige geachtet, als du den ausgewählt hast. Hm. Aber da war das schon verlängert dann. Mhm. Okay, okay. Na, dann ist doch gut. Highscore. Außerdem geht die Kombi rot-schwarz immer.